Kulturwelt los und wollen mal sehen, wer sich da besser rechtfertigen kann und wer uns besser klar machen kann, was wir brauchen und was wir nicht brauchen. Dazu haben wir uns natürlich ein paar Experten reingeholt, die uns aus ihrem täglichen Business berichten können und uns da natürlich auch zeigen können, was funktioniert nicht und wo sind eigentlich die Schwierigkeiten, mit denen wir bei diesem ganzen Thema Digital Marketing zu kämpfen haben in der Zusammenarbeit zwischen Agenturen, Publishern und dann den Werbetreibenden, die natürlich die Gelder haben letztendlich. Und wir müssen irgendwie gucken, wie wir diese Gelder sinnvoll einsetzen, weil sonst gibt es die irgendwann nicht mehr und dann haben wir noch ganz andere Diskussionen. Auf der anderen Seite stellen wir uns natürlich auch die Frage, inwieweit passt das alles zusammen, inwieweit brauchen wir überhaupt eine Diskussion um generelle Budgets, weil letztendlich wird alles digital. Wenn Sie sich anschauen, was Outdoor passiert, wenn Sie sich anschauen, wo überall Screens sind, wenn wir uns unsere Mobile-Welt anschauen, dann gibt es da doch viel, viel, viel zu sagen. Und jetzt habe ich so viel geredet, das haben Sie schon gemerkt, das musste ich ein bisschen überbrücken. Und jetzt sind die Panel da und jetzt sehen hier Wasserflaschen und es sieht alles klasse aus. Ich glaube, wir sind soweit. Wenn ihr den einen Stuhl vielleicht noch mitnehmt, dann den brauchen wir, glaube ich, auch nicht. Der steht da nur im Weg, weil ich werde ein bisschen rumlaufen. So, vielen Dank. Haben die toll gemacht. Die können auch mal einen Applaus verdienen von Ihnen, oder? Ohne die wird gar nichts laufen hier. So, dann wollen wir mal gucken, dass wir die Hauptakteure hier auf die Bühne holen. Da habe ich zum einen von der Seite der Werbetreibenden eine starke Frau, die an der Führungsspitze der Organisation der Werbungtreibenden im Markenverband steht. Es ist die Vorstandsvorsitzende, sie ist auch gleichzeitig Digitalchefin von Nestlé. Bitte begrüßen Sie Tina Beuchler. Dann haben wir als leidenschaftlicher Fan und Kenner insbesondere der früheren James-Bond-Filme, fragt er sich, noch herrscht im Dialogmarketing sogenanntes Diamantenfieber. Die Frage ist aber, wie lange kann das noch anhalten? Dr. Lothar Weißenberger, der Deka. So, da sehen Sie schon, die positionieren sich schon ganz konfrontativ auf die eine Seite, so wie das schön sein soll. Habt ihr gut gemacht? Wir haben uns abgesprochen. Genau. Ah, ihr habt euch abgesprochen. Passt auch kein Blatt Papier dazwischen. Passt kein Blatt Papier dazwischen, schlecht. Na, ihr tut mir leid, ihr zwei, die noch draußen stehen. Müssen wir mal gucken, wie wir euch hier noch dazu kriegen. So, da haben wir also auf der anderen Seite, er sieht in Multiscreen-Kampagnen die Lösung, aber hat leider zu wenig Kunden, die den Mehrwert übergreifender Screen-Kampagnen erkennen. Markus Frank, Director Advertising and Online von Microsoft, der aus einem Sabbatical extra für die DMEXCO hierher gekommen ist. Das nenne ich mal Einsatz. So muss das sein. Wunderbar. Aber bei so einer harten Diskussion, da musst du auch dabei sein. So, und dann, last but not least, ärgert sich ein Mann, dass es in diesem transparentesten Medium, was wir eigentlich haben, in dem Online-Medium, Digital-Medium, überhaupt eine Qualitätsdiskussion gibt, die dann in weiteren Bereichen oft der Grundlage entbehren und da haben wir, das ist jetzt schön, wenn Sie wüssten, was hier steht, da steht Managing Director Planet Manfred Klau, der heißt aber Manfred Klaus. Ein Applaus für ihn. So, das letzte Panel bitte besetzen. So, Frau Beuchler, ich fange mit Ihnen nicht deswegen an, weil Sie eine Frau sind, was mich riesig freut und ich bringe immer die Message, bitte mehr Damen auf unseren Panels und auf unseren Stages. Frau Beuchler, Sie müssen in Ihrer Funktion als Vorstandsvorsitzende des OWM und Sie müssen da natürlich aber auch klare Stellung beziehen. Haben Sie auch gemacht im letzten Jahr und haben gesagt, alle müssen an einem Strang ziehen. Das haben Sie auch dieses Jahr in einer Pressemitteilung wieder betont. Ich habe die gestern noch gelesen und bekommen und ich frage Sie ganz offen, werden Sie erhört oder werden Sie nicht erhört? Ja, das ist ja eine einfache Frage. Würde ich sagen, ja, ich werde erhört. Werden Sie erhört? Ja? Ja? Nehmen Sie an? Ja, nehme ich an. Ja. Aber passiert auch was hinten dran? Ja. Ja? Was passiert denn? Also wir haben ja letztes Jahr gestartet. Ja? Das ganze Thema, was Sie hier betonen, ist ja unsere Wirkungsplattform. Ja? Also wir wollen als Werbetreibende, wollen wir wissen, wie die Medien zusammenspielen, ja, wie die Investitionen sich zu Wirkung bündeln, ja, Synergien erzielen. Und wir wollen raus aus dem Silo-Denken, ja, TV gegen Print, Print gegen Online. Ja, also wir wollen hier bessere Intermedia-Erkenntnisse haben. Und es ist ein Prozess, muss ich echt sagen. Also ich würde so sagen, ich habe den Ball
so vielleicht mal in die Zukunft geworfen mit der Forderung. Und jetzt langsam bewegen sich also die Gruppierungen, die einzelnen Medienpartner und wir finden zusammen und momentan ist das Thema wieder sehr aktiv. Ja, und wir sind hier in Abstimmung. Wir sind so, ich hatte das letztens mal verglichen, wenn man so einen Berg besteigt, sind wir jetzt so im Basislager angekommen, ja, also auf der ersten Stufe. Ja. Herr Weißenberger, sehen Sie das genauso von Ihrer Seite der DK aus, oder würden Sie sagen, da fehlt noch ein ganzer Haufen, weil eigentlich fehlt uns grundsätzlich mal Qualitätsstandards? Ja, in der Tat, ich bin vielleicht ein Tick pessimistischer. Tina Beuchler weiß das aus der Arbeit in einem früheren UWM-Vorstand bis 2013, weil wir gerade sehr intensiv an dieser Qualitätsthematik gearbeitet haben. Und leider muss man als Fazit sagen, da ist in 2-3 Jahren nichts passiert, obwohl viele Marktpartnergespräche stattgefunden haben. Ich denke an diese ganzen Themen wie Visibilität, Viewtime. Ich bin ja froh, dass es immer wieder Initiativen gibt, wie aktuell 50-1. Wir wissen, was das heißt. 50% wird so ein Werbemittel überhaupt nur gesehen. Mindestens eine Sekunde. Ich meine, man fragt sich immer, was ist das Gegenteil? Was ist weniger wie 50-1? Welchen Sinn macht das? Insofern zeigt es doch, in dem Thema Qualität im digitalen Marketing gibt es noch einiges zu tun. Aber ich hoffe, der Optimismus gibt Tina Beuchler dann recht. Dann spiele ich doch den Ball mal auf die Gegenseite zurück, weil diese Qualitätsdiskussion und diese ganze Visibilitätskiste ist ein Problem, wissen wir alle. Wenn ich mir die meisten Plattformen anschaue, und das hatten wir heute Morgen in einer Diskussion schon, dann muss ich ehrlich sagen, dann habe ich da ungefähr 20%, was ich sehe und 80%, was irgendwo läuft, was ich überhaupt nicht mehr sehe. Wie wollt ihr denn denen entgegentreten zukünftig? Wie soll das laufen, Markus Frank? Also ich glaube zum einen, es war sicherlich auch eine gute, intensive Diskussion, die wir geführt haben. Also jetzt OWM, auch die IFOMA und auch natürlich der OVK. Ich glaube zum einen haben wir wesentlich mehr Zahlen, wir haben wesentlich mehr Daten, wir können unglaublich viel auswerten. Und ich glaube, es gibt eine ganze Vielzahl von sehr qualitätsorientierten Anbietern, die dementsprechend unmittelbar ihre eigenen Prozesse, ihre Websites verändert haben. Es gibt also Anbieter, und dazu zählen sicherlich auch die führenden Anbieter im OVK, die Websites anders programmiert haben, in der Form, dass man Werbung nur noch anzeigt, wenn wirklich es auch vom Nutzer gesehen werden kann. Das heißt also, man hat eine Load-Scroll-Thematik eingebaut, dass also Werbemittel wirklich dann geladen werden. Ich glaube, in dem Moment haben wir die Hausaufgabe 100% erfüllt. Ich kann nicht für alle Häuser sprechen, und es gibt sicherlich ein paar Häuser, die auch die Dynamik des Marktes in der Form noch erleben werden. Was wir auf jeden Fall als OVK auch in der Form sehen, ist ganz klar die Ausweisung, dass man also dementsprechende Tabellen und Rankings hat und dementsprechend wird dann der Markt, glaube ich, eine Eigendynamik erleben. Da muss ich ja mal dazwischen kriegen kurz und muss mal fragen, Sie stehen ja so ein bisschen zwischendrin, ja, zwischen den einen und den anderen. Und die Frage ist ja nur, würden Sie sagen, das stimmt, was der Markus Frank sagt, oder würden Sie eher sagen, naja, wenn ich mir so anschaue, was da so alles passiert auf den Plattformen, dann ist es zwar eine schöne Absicht und dann ist es vielleicht auch toll, was die alle so erzählen, aber das geht gar nicht dahin, weil letztendlich die Plattformen immer noch so sind, wie sie sind und auch das nicht ausweisen, was sie ausweisen und da auch nicht wirklich transparent sind. Ja, also ich glaube, die Entwicklung wird sich mit Sicherheit dahin gehen, das ist ja unser Job als Agentur. Wir stehen auf Seiten der Werbungtreibenden, wir sind gemeinsam mit den Werbungtreibenden die Abnehmerseite und unsere Aufgabe ist natürlich, Medialeistung und in hoher Qualität und in garantierter Auslieferung auch einzukaufen. Und die Selektion findet ja auch dadurch statt, was die Werbentreibenden und wir gemeinsam entscheiden, was wir überhaupt buchen. Und da passiert genau der Prozess, den der Markus auch gerade angesprochen hat. Ja. Visibilität kann man als Standard definieren, was es sein muss. Man kauft es aber sowieso so ein, dass es 50-1 oder ein gegebenenfalls höherer Standard, wenn es für die Kampagnenzielsetzung erforderlich herumgesetzt wird mit den Vermarktern. Also insofern, der Standard ist die Basis, aber die individuelle Vereinbarung mit dem Vermarkter ist dann die konkrete Umsetzung an der Stelle. Und dann ist das Problem auch gelöst, dass dort diskutiert wird. Alle Kunden, die auch Werbemittel im nicht sichtbaren Bereich einkaufen, die kaufen die halt dann nach einem anderen Geschäftsmodell ein. Also nicht auf TKP-Basis, sondern auf einer leistungsorientierten Basis, an der CPX-Basis. Und dann ist es auch ein völlig legitimes Geschäftsmodell. Aber diejenigen, die auf TKP einkaufen, die müssen auch eine Visibilitätsgarantie haben und eine Sicherheit, dass sie das bekommen. Das kriegen sie, wenn sie das mit der richtigen Agentur auch umsetzen. Ich sehe so das Zucken in den Augen von Tina Beuchler und frage mich gerade, wie schnell kann sie jetzt antworten drauf? Aber ich bin mir sicher, sie kann antworten. Also ich denke, wir sind jetzt von dem Großen, also von der Wirkungsüberprüfung über Medien hinaus, ja, also über das Online-Medium natürlich deutlich hinaus, zu TV und so weiter, sind wir jetzt in einer ganz spitzen Debatte angekommen, ja. Und ich begrüße natürlich jede Initiative, die Qualität oder die Standardisierung oder auch die ich nenne es jetzt mal Kontaktoptimierung oder Transparenz irgendwo fördert. Ja, also das darf jetzt nicht falsch verstanden sein. Ich denke, wir haben jetzt hier auch zwei Vertreter, die eher am oberen Ende schwimmen von der Qualitätsdebatte oder von der Beratungsdebatte. Ja. Aber worauf es uns ankommt, ist,
Wir haben nach wie vor keine Währungen, zum Beispiel im Bewegtbild. Ja. Jeder Player bis hin zu Google separat, die anderen Medien separat, die TV-Medien separat, also alle müssen separat geplant werden. Das ist für uns ein großes Problem. Ja. Wir können also nicht planen übergreifend, schon gar nicht bis in online alle Nischen hinein. Wie soll das passieren? Die Agenturen machen Pläne, aber das sind so Eigengewächse, die da angewendet werden. Also das ist wirklich nicht optimal. Und wenn ich jetzt nur mal im Bereich von online selbst bleibe, da habe ich das auch. Ja, ich kann auch keine richtige gesamte Online-Kampagne planen, wenn ich Facebook, Google Display, Video einsetze und noch weitere. Ja. Also wir können immer nur so Stückwerke betrachten in der Planung, in der Wirkung. Und in der Transparenz ist es auch sehr schwankend und der eine macht 50 eins, der andere macht das, der andere will dafür mehr Geld. Also das ist wirklich eine Katastrophe. Ja. Klare Adressierung ja irgendwo an dich jetzt. Also muss ich jetzt auch ganz ehrlich sagen, also es ist jedes Mal dieses Thema und das habe ich hier seit ungefähr 6-7 Jahren. Ich hatte es vorher schon bei der Online-Marketing Düsseldorf, wenn ich ehrlich bin, dass immer wieder diese Diskussion aufkam nach Qualitätsstandards. Die Frage ist aber, ich meine, du könntest jetzt zurückfeuern und könntest sagen, okay, wenn ihr nur nach CTR und nach Klicks messt, und wenn ihr gar nicht so weit seid, dass ihr eigentlich andere Messinstrumente habt, warum müssen wir uns drum kümmern? Also ich glaube, es sind verschiedene Themen, die man einzeln adressieren muss. Das Thema 50-1 hatten wir auch sehr intensiv diskutiert. Und am Ende des Tages gab es also enorm viele unterschiedliche Anforderungen von sehr vielen Werbungtreibenden, auch Agenturen, die unterschiedliche Zahlen definiert haben. Also 50-1, 65-5. Also da gab es, also ich habe mindestens 15 Zahlen irgendwann in den Gesprächen gehört. Ich glaube, das Entscheidende war für uns, und jetzt nicht nur als Vertreter von Microsoft, dass wir einen Standard haben, der auch international anwendbar ist, weil sonst schaffen wir irgendwo in Deutschland eine kleine Insel, die am Ende des Tages natürlich internationale Werbungtreibende der Form auch gar nicht wollen. Ich glaube also, da ist es wichtig, dass wir gemeinsam mit dem IAB Europe und dass wir auch mit dem IAB US eine gemeinsame Lösung finden. Aber da haben wir ja schon das Problem, ja, da kommt dieser US-Standard mit 50-1 zu uns. Natürlich für Sie als internationales Unternehmen, wir sind auch international aufgestellt, hat es Vorteile, aber für den deutschen Werbetreibenden hat es eben keine Vorteile, wenn wir diesen Standard akzeptieren. Ja, das ist nämlich ein Minimalstandard. Absolut, ja. Aber das war auch die Zielsetzung, dass wir mindestens einen gemeinsamen Konsens und einen Nenner für alle internationalen Märkte finden. Und die können jederzeit mit vielen Häusern eine Individualvereinbarung schließen. Ich glaube, da wird sich auch kein Haus dementsprechend verschließen. Ich glaube nur, dass die Diskussion irgendwann auch beendet sein muss. Sonst haben wir über Jahre hinweg die Diskussion, die schon ewig an. Also ja, aber die kann man nicht einfach so beenden, indem man sagt, sie ist jetzt beendet. Ist dann beendet, wenn sie sauber gelöst ist. Und wenn das technisch einwandfrei jetzt darstellbar ist, und das scheint ja eine plausible Lösung auch aus Ihrem Haus, dann ist das ja durchaus ein Ansatz. Haben nur noch nicht alle Anbieter so einen Markt. Und umgekehrt muss man sich ja doch fragen, dass viele Kunden intensivst investieren in solche Qualitätssicherungssysteme, Controlling-Systeme, weil sie offensichtlich so manchen Lieferungen nicht so ganz vertrauen. Und es ist ja schon die Frage, muss der Kunde da so massiv investieren in Dinge, um einfach nachvollziehen zu können, ob er das auch bekommt, was er bestellt hat. Und solange diese Investitionen noch so hoch sind und für große Werbung treiben, ist das da teilweise vielleicht gar nicht das Problem zu investieren. Aber ich vertrete auch eine Gruppe, wo viele mittelständische Unternehmen dabei sind. Da kannst du nicht so locker in dieses Media-Know-how und in diese Technologie investieren. Da ist auch eine hohe Abhängigkeit gegenüber Media-Agenturen dann da. Das ist natürlich unser Job und dort unsere Beratungskompetenz und auch die entsprechenden Tools und Dinge einzubringen. Also für alles, was wir heute vom Vermarkter kaufen, für Kunden haben wir die entsprechenden Kontrolltools auch in der Agentur, die sicherstellt, dass das auch ankommt. Wir können auch Targeting-Systeme gegenmessen, wir können Auslieferungen gegenmessen, wir können all diese Fragestellungen, die ja völlig berechtigt sind, so monitoren, dass zum Schluss nur das auch abgerechnet wird, was tatsächlich angekommen ist. Das ist technisch, die Probleme bestehen, aber es ist technisch alles lösbar. Die Standarddiskussion, die haben wir ja sehr intensiv geführt, in vielen der Gremien sind wir auch zusammengesessen. Die Herausforderung besteht wirklich darin, dass während wir noch diskutieren, sich ein bisschen die Technologie auch weiterentwickelt und manchmal wieder mit der Standardisierung nicht hinterherkommen. Wenn man aber sich die Frage stellt, wie genau ist das eigentlich, was wir da tun, im Vergleich zu dem, was wir an Messungenauigkeit in anderen Medien akzeptieren, dann muss man sagen, da sind wir online sehr, sehr weit. Also wenn man online, ich mache das jetzt seit knapp 20 Jahren, was wir da geschaffen haben, da haben die klassischen Medien 40, 50 Jahre dafür gebraucht. Ja, wir
kriegen jetzt sogar eine ACMA Intermedia, die jetzt in wenigen Wochen veröffentlicht wird, wo wir zum ersten Mal wirklich so den ersten Ansatz für diese Kontaktwährung, also nicht Wirkungswährung, aber Kontaktwährung haben. Da steckt eine Riesenchance drin, wenn da alle Beteiligten ihre Barrieren ein Stück weit aufgeben und erlauben, dass man tiefer reingeht in die Daten, kommt man dann schon ran an ein Planungstool. Also da sind wir schon sehr schnell und da sind wir so genau, wie wir sein können. Ja. Wir haben alle, ich schließe mich da ein, den einen Fehler gemacht, dass wir vor 15 Jahren gesagt haben, online ist exakt messbar bis auf den letzten Page Impression, bis auf den letzten Pixel, bis auf den letzten Kontakt. Und das stimmt nicht. Ja? Das ist einfach so, dass es immer unterschiedliche Ergebnisse gibt. Aber wir reden 15 Jahre jetzt darüber. Ich muss jetzt mal gerade intervenieren. Wir reden jetzt 15 Jahre über dieses ganze Thema und ich stehe hier seit 15 Jahren auf diesen Bühnen irgendwie in Anführungsstrichen und ich höre die Diskussion andauern. Also irgendwann müssen wir doch mal einen Standard finden, wo wir sagen, das ist einfach hinzukriegen. Wir schaffen es ja auch Bannerwerbung in Formaten in Standards zu pressen. Wir schaffen Technologien Standards zu pressen, weil auch da in der Trading-Diskussion, da können wir jetzt auch wieder reingehen, da wird es auch nicht besser. Also woran hängt es denn? Sind es Technologiepartner, die das Problem wirklich machen? Sind es die Agenturen, die da nicht wollen? Wollen die gar keine Transparenz? Gute Antwort. Ja. Mag es, wenn Leute nachdenken. Sie merken schon, ich bin am Überlegen. Ich glaube, dass es, also das Thema Transparenz könnte ein Weg sein, über den man sprechen könnte und müsste. Ich glaube, das andere hat aber damit zu tun, dass es eben gerade in dem Digitalmarkt, und der wird ja immer größer, immer mehr Player, wenn ich jetzt an Bewegtbild denke, kommen eben auch die klassischen Fernsehvermarkter dazu und. Ja. Die Interessen in diesem großen Markt sind sehr unterschiedlich und es ist sehr schwer, alle Interessen, alle Philosophien, Geschäftsmodelle, wir hatten vorhin diskutiert auch über die Schwierigkeit für uns zum Beispiel als Werbungtreibende überhaupt einzelne Player richtig einstufen zu können. Viele Unternehmen agieren auf der einen Seite als Technologiepartner, sie agieren als Werbevermarkter, sie agieren als Unternehmen und machen selbst Werbung. Ja. Ich gucke mal so zu Microsoft drüber, ist ja dort auch so. Und das ist sehr schwer für uns immer zu verstehen, mit welchem Teil der Wertschöpfungskette haben wir es jetzt zu tun. Wie wird da das Geld verdient und wie ist da die Interessenslage? Ja? Und um es zusammenzufassen, also ich glaube, dass die Komplexität natürlich schon enorm hoch ist. Ja? Das ist nicht trivial. Sowohl bei dem Thema Kontaktmessung als auch bei dem anfangs angesprochenen Wirkungsmessungsthema. Ja? Bei beiden Themen ist diese Fragmentierung, die Unterschiedlichkeit des. Es ist ja kein Medium, es sind ja wie viele, viele Mediengattungen, sozusagen nur, dass sie digitalisiert sind. Also es ist einfach eine sehr komplexe Thematik. Ja? Ich glaube, die Komplexität ist so hoch, dass die Veränderung ist so hoch, die Dynamik wieder, ja? Dass es sehr schwer ist mit diesen, ich nenne es jetzt mal so Tools oder Systematisierungen, Standardisierung immer auch nachzukommen. Trotzdem, bei uns als Werbeindustrie oder werbetreibende Industrie bleibt das Übel, dass wir eben unsere Investments in Kanäle mehr nachweisen wollen. Wir wollen mehr wissen, welcher Kontakt hat denn überhaupt stattgefunden, welcher Kontakt hat welche Wirkung, ja, oder Wirkungsbeiträge. Wir wollen verstehen, ist das auch effizient, ja, weil wir haben eben keine steigenden Investments, sondern wir müssen mit dem haushalten, was die Unternehmen eben für Werbung bereit sind zu investieren. Und hier erwarte ich schon von der Digitalbranche mehr Engagement als in nur die Eigenvermarktung der eigenen Plattformen. Wir können dich fragen, ist das ein Thema der Evolution einfach normal, das wird sich irgendwann ergeben, oder ist es ein Thema der Education, ich muss irgendwann hergehen und ich muss Leute finden, die einfach das vorantreiben und natürlich sind da Agenturen wie Publisher in der Pflicht, genauso wie Sie auch. Ich bin jetzt wahrlich kein Freund von Regulierung, ich komme mit der Finanzbranche auch aus einer Branche, die gebeutelt ist, kann man mittlerweile sagen, von viel, viel Regulierung. Ich glaube, der Digitalmarkt, der benötigt ein bisschen mehr Regulierung. Und es ist immer sinnvoll, man macht eine eigene Regulierung, bevor es dann irgendwie von außen kommt. Und deswegen ist es schon ein bisschen schade, dass man über Jahre, in der Tat, Sie sagen das, ist ja keine neue Debatte, die immer wieder geführt wird. Vielleicht kann sie technisch gelöst werden, aber ich glaube, ein Stück weit mehr Regulierung müssen die Marktpartner einfach bereit sein, einzugehen. Haben Sie einen Ansatz dafür?
Also ich weiß das im OWM auch kennen, ist immer wie immer im Leben. Es gibt auch unter Werbung dran, nicht immer die komplett einheitliche Sicht, aber irgendwann muss man halt Kompromisse finden. Also aus meiner Sicht sind irgendwann auch mal Mindeststandards sinnvoll. Mhm. Einfach zu sagen, was ist nämlich nicht mehr sinnvoll unter 50.1, nur mal als das Beispiel, gibt ja noch viele andere Themen. Darunter ist wirklich nichts mehr sinnvoll. Also im nicht sichtbaren Bereich seine Werbemittel einzukaufen, klar, wenn man aus Performance-Sicht sagt, funktioniert irgendwie trotzdem, aber so ganz plausibel, ehrlich gesagt, nach gesundem Menschenverstand ist das nicht. Nicht sichtbar heißt ja nicht, dass sie nicht gesehen werden. Ja, aber also unter diesem Standard von 50.1. Wir müssen ein bisschen immer mit dem Wording aufpassen, weil das natürlich sehr plakativ ist. Das ging ja vor 3 Jahren hier auf der Messe auch los. Da wird so ein Bild erzeugt, das natürlich so nicht stimmt, weil auch Werbemittel, die below the fold geschaltet werden können gesehen werden, werden gesehen, ist auch messbar und damit sind wir wieder genau an der Stelle. Aber ich glaube, wir müssen uns schon über eins, Sie haben den Punkt angesprochen, wir müssen uns über eins im Klaren sein, wir werden in unserer Regulierungs- oder Standardisierungsbemühungen eher der Marktentwicklung immer hinterherlaufen ein Stück weit. Ja, und jede neue Entwicklung, die kommt, die müssen wir in den Gremien aufgreifen und ich bleibe dabei, ich habe das Gefühl, auch wenn wir jetzt bei dem Visibilitätsthema nicht so richtig vorangekommen sind, aber ich glaube, da kann jetzt keiner sagen, da ist der andere schuld, da müssen wir uns alle an die eigene Nase fassen gemeinsam, weil wir da nicht so schnell vorangekommen sind, dass wir diese Dinge dann, wenn sie auftreten, adressieren müssen und dann eine Lösung finden müssen, die gut genug ist, um Planungssicherheit zu schaffen. Weil das ist das, was Ihr Interesse ist und was unser Interesse als Agentur auch ist, dass wir eine Sicherheit dafür haben, was da dann Investitionen passiert und die entsprechenden Tools auch schaffen, die dann Leistungsnachweise liefern. Quantitativ ist das relativ ausgereift. Ja. Qualitativ gibt es sehr viele erweiterte Möglichkeiten, Verbindung von Ad-Servern mit Paneln und damit sehr zeitnah auch Markenwerte messen zu können. Und wir haben die klassischen Marktmedia-Forschungsmethoden, die uns ja helfen, Werbewirkung auch nachzuweisen. Und ich glaube, der OVK hat 198 Studien zum Thema Branding zusammengeführt und da Ergebnisse kondensiert. Da kommt im Moment noch keine allgemeingültige Werbewirkungswertung raus, aber da kommt die Erkenntnis raus. Und der Punkt, um auf das zurückzukommen, hat mich geärgert an der Diskussion, dieser online generell so.